Schönen guten Morgen. Wir sind bei IKEA, holen gerade einen Transporter und transportieren dann ein Möbelstück von meinen Eltern zu uns. Perfekt, da kann ich sitzen. Es hat perfekt in den Aufzug gepasst. Okay. Passt noch ein Pax rein. Hallo meine Liebe, ich glaube, ich habe mich heute noch gar nicht groß bei euch gemeldet, oder? Aber ich war jetzt gerade, nachdem wir das Sofa transportiert haben, bei meinen Eltern noch ein bisschen mit meinem Mann und den Kids und jetzt bin ich schnell zur Boosterimpfung. Ein Tempo da drin, aber alle so nett und lustig drauf, also ganz toll. Hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, und jetzt rufe ich gerade mal meinen Mann an, ob ich nochmal zu meinen Eltern fahren soll oder nicht. Ich bin nämlich jetzt gerade schon fertig, dabei hätte ich jetzt erst Termin, es geht eigentlich super schnell dort. Genau, ich habe gerade ein Ibu genommen. Vorsichtshalber, das machen wir immer so und jetzt schauen wir mal. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Silvester und ich habe mich gar nicht gemeldet die letzten Tage, aber wir haben wirklich gespielt, waren unterwegs, Besuch von Freunden, Kinderspieldates, was man halt so macht. Und ich bin eigentlich fast gar nicht dazu gekommen, mal in die Kamera zu quatschen. Ich habe ja am Mittwoch meine Boosterimpfung bekommen. Ist auch alles gut soweit, nur gestern war ich ein bisschen müde. Also gestern ist dann irgendwann so ein bisschen Müdigkeit aufgekommen, ein bisschen Kopfschmerzen, taten die Beine so ein bisschen weh. Aber das geht ja alles so ein bisschen Hand in Hand gerade. Ich bin nicht krank, aber das Wetter, dieses warme Wetter gerade. Jetzt gerade haben wir Sonne, blauen Himmel und ich könnte hier auch ohne diese Jacke draußen sitzen. Es wäre immer noch warm genug. Das ist natürlich auch so ein bisschen Kopfschmerzwetter. Das kann natürlich auch daher so ein bisschen kommen. Also an sich alles gut. Ich bin nur ein klitzekleines bisschen platt. So ein bisschen. Aber ansonsten alles gut. Silvester ist dieses Jahr bei uns aber überhaupt nichts Besonderes geplant. Meine Eltern kommen, die Schwiegermutter kommt. Vielleicht nochmal nächstes Jahr was mit Freunden. Und dieses Jahr hat sich das irgendwie nicht so ergeben. Wir haben kurz drüber geredet, aber wir haben es dann bei diesem lockeren Family-Abend gelassen. Es ist auch so, ich habe auch überlegt, ob die Kinder mal wach bleiben sollen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, Hannah, das wird nichts, weil Hannah macht jetzt die letzten Tage keinen Mittagsschlaf mehr. Sie will nicht schlafen und wenn man sie zwingen würde, würde sie motzen, aber irgendwann würde sie einschlafen. Aber tatsächlich schläft sie halt dann abends auch mal ein, weil ansonsten braucht sie abends anderthalb Stunden, bis sie schläft. Und im Kindergarten kann sie wieder nicht so lange schlafen. Das haut in der Traumstunde einfach nicht hin, da kann sie nicht so lange schlafen. Theoretisch ja, praktisch macht es aber nicht. Und dann wird das wieder so ein Schock, wenn am Montag der Kindergarten losgeht. Deswegen haben wir sie jetzt wach gelassen. Und einmal am Tag haben wir ihr Krawall. Da hat sie ihren absoluten Wutzwerg und Ausraster. Sei es jetzt wegen einem Eis oder sei es wegen Pepperwoods, weil sie das schauen möchte. Egal. Es ist einmal am Tag. Und dann geht das aber auch eine Dreiviertelstunde. Da muss man durch. Das macht jetzt gerade mein Mann. Ich habe das ab nächste Woche dann wieder, weil das wird sie auf gar keinen Fall im Kindergarten haben. Das wird sie dann haben morgens vorm Kindergarten oder nachmittags, wenn sie heimkommt. Ich freue mich schon. Oh mein Gott. Ja, und Annabelle, vielleicht würde sie schaffen, wach zu bleiben, aber sie wäre schon ziemlich müde. Und wir haben uns auch überlegt, ob das dieses Jahr überhaupt Sinn macht. Es gibt ja kein Feuerwerk. Was ist das halt? Die Kinder wach bleiben? Ja, fürs Feuerwerk war cool. Und da könnte man sie aufwecken. Aber ohne Feuerwerk. Und ehrlich gesagt, ich gehe mal rein, es wird zu windig. Was ein schöner Tag heute. Ich verstecke mich schnell in meinem Zimmer, bevor sie mich hört. Oh, was ein Wutzwerg gerade. Ja, dieses Jahr ohne Feuerwerk. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wach bleibe, ehrlich gesagt, weil ich durch die Impfung und alles wirklich ein bisschen müde bin. Und ich bin noch gar nicht so sicher. Weil ich muss halt gestehen, letztes Jahr fand ich es fast ein bisschen deprimierend um Mitternacht, so ohne Feuerwerk und alles. Und da wir dieses Jahr es echt chillig angehen, ich weiß gar nicht, ob ich wach bleibe dieses Jahr. Nächstes Jahr vielleicht wieder ein bisschen anders. Mal gucken. Dieses Jahr war es auch, wir haben auch überlegt, dass man sich irgendeine Alternative zum Feuerwerk mal überlegen muss. Irgendwas Cooles für die Kinder. Aber dieses Jahr war alles so unsicher. Gibt es jetzt Feuerwerk? Gibt es jetzt keins? Das war ja so in letzter Sekunde. Puff, dann doch nicht, ne? Und ja,
deswegen relativ entspannt jetzt bei uns. Und ich glaube auch, dass im nächsten Jahr wird es vielleicht ein bisschen anders sein. Da planen wir schon ein bisschen was anderes. Aber dieses Jahr ist es halt echt so ein Family-Abend und total gechillt, weil ich kann auch nicht viel trinken. Und ich bin auch nicht der beste Spielgesellschafter, gerade weil ich dann immer so zwischendurch so wegknicke. Ja, ist ein chilliger Abend. Aber wir werden... ich habe jetzt gerade eine Gemüsesuppe gemacht für heute Mittag. Meine Eltern kommen so gegen 3, dann kommt auch die Schwiegermama. Wir werden dann mit den Kindern wieder Marshmallows machen und Stockbrot, wenn es dunkler wird, in der Feuerschale. Und ein Glühwein geht schon. Und wenn man den überhaupt trinken will, eisgekühlt wäre ja jetzt eigentlich gerade besser. Ja, ein bisschen schmücken, ein bisschen Party und danach haben wir noch die Pizza. Weil auf Raclette hatten wir dies ja irgendwie gar keine Lust. Und das ist auch mit den Kindern gerade nicht so vorteilhaft. Also es macht an sich Spaß, aber Hanna mit ihrer Wutzwergphase gerade, habe ich Angst, dass sie sich da verbrennt an dem Ding. Die ist mir gerade zu unkoordiniert. Oh, mein Mann ruft den Notfall. Bis später. Oh, was ist denn das? Gleich gibt's süß abgebrannt. Gibt gleich eine neue. Achtung. Guck mal, Hanna. Ich kam noch gar nicht dazu, mich zu melden. Absolutes Chaos und Party ist in vollem Gange. Deko nur ganz, ganz kurz. Eigentlich so wie letztes Jahr. Also absolut. So. Und die Girlande haben wir auch geschmückt. Und Konfetti war auch schon. Und jetzt geht's raus. So, ihr Lieben, so schaut's gerade bei uns aus. Meine Eltern sind jetzt gerade nach Hause. Es ist 9:30 Uhr. Die Kids gehen jetzt duschen. Partyvorhang ist ein bisschen zerrüttet, aber er hängt noch. Hier haben wir noch überall unser Konfetti rumfliegen. War eine wilde Tanzparty, muss ich sagen. Ein bisschen haben wir jetzt schon aufgeräumt. Ich glaube, dass ich heute auch nicht so alt werde. Aber die Kids haben echt gut durchgehalten, muss man sagen. Absolut traumhaftes Wetter heute. Es wird gar nicht richtig hell und es gießt und gießt. Absolutes Einkuschelwetter. Und Flocken fallen in den Garten. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich die Woche gar nicht bei euch gemeldet, aber ich verspreche, nächste Woche geht's wieder richtig los. Und ja, heute ist Freitag. Annabelle ist bei meinen Eltern. Hanna geht übers Wochenende zur Schwiegermama, ist aber jetzt gerade noch im Kindergarten. Ich bin am Arbeiten, so wie die ganze Woche. Und ja, jetzt gerade fängt's an zu schneien. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich ja tatsächlich gar nicht gemeldet habe. Weder in den Weihnachtsferien noch jetzt in dieser Woche. Aber wir haben tatsächlich ruhige Weihnachten, ruhige Silvester verbracht. Viel mit den Kids gemacht, viel gespielt. Und ich habe ein bisschen gearbeitet, weil ich halt vor Weihnachten ja überhaupt nicht dazu gekommen bin. Aber auch nicht allzu viel. Und jetzt die erste Woche, wo die Kinder im Kindergarten sind, habe ich richtig gearbeitet. Also quasi von dem Moment an, wo ich es weggebracht habe, bis zum Moment, wo ich sie abgeholt habe. Und wenn sie im Bett waren, habe ich weitergemacht. Einfach, dass ich mal dazu komme, weil ich habe das jetzt einfach mal für mich gebraucht. Einfach mal so zu arbeiten, weil ich hatte die Kinder jetzt 4 Wochen zu Hause. Hanna davon, also Hanna 4 Wochen, Annabelle 3 Wochen. 2 hatte mein Mann Urlaub und die anderen 2 war ich ja alleine. Und ich bin ja kaum zum Arbeiten gekommen. Und wir waren ja nur in letzter Zeit am Termine abarbeiten und Sachen veranstalten. Und dann Weihnachten und die Feiertage und dann Silvester und. Und Ferienprogramm und. Und jetzt habe ich einfach gesagt, diese Woche setze ich mich einfach hin und arbeite. Ich brauche das auch mal für mich. Ja, und jetzt am Wochenende sind die Kids ja nicht da. Annabelle ist schon bei meinen Eltern, das bietet sich an die Woche. Sie ist gestern schon los am Donnerstag, weil sie hat ja noch keinen Schwimmkurs die Woche, weil noch Schulferien sind. Und nächste Woche geht sie auch nicht, weil sie noch nicht darf wegen ihrer Ohrlöcher. Und danach ist aber wieder alles gut. Gott, da bot sich das halt an, weil Annabelle kann ja nur noch bis diesen Sommer von Donnerstag auf Sonntag zu meinen Eltern. Also so lange, denn dann geht ja die Schule los, dann geht es erst Freitagnachmittag. Ja, dann ist Hanna dran mit den langen Ausflügen. Ja, und sie geht halt zur Schwiegermama, die bringen wir morgen hin. Wir wollen ein paar Kleinigkeiten machen. Mein Mann möchte was umstellen oben, was wir schon länger vorhaben.
Im Garten wollen wir uns was überlegen, weil wir noch ein, zwei Sachen überlegen, was wir machen wollen. Und das wollen wir uns jetzt überlegen am Wochenende. Und ansonsten werde ich durcharbeiten wahrscheinlich. Einfach gemütlich mit einem Tee arbeiten. Ich denke auch nicht, dass der Schnee so lange liegen bleiben wird. Aber ich bin froh, dass jetzt mal ein bisschen was runterkommt und dass wieder kälter geworden ist, weil es war ja so mild jetzt teilweise, dass ich fast angefangen hätte, Fenster zu putzen, weil ich mir gedacht habe, oh, so mild, da musste man unbedingt irgendwas machen. Okay, Lieben, dann werde ich jetzt noch ein bisschen was arbeiten und melde mich dann wahrscheinlich am Wochenende oder nächste Woche. Da werde ich wieder ganz normal mitfilmen, euch auch mal zum Einkaufen mitnehmen und so weiter. Ich denke, dann ja, kommt wieder ein bisschen mehr. Mal schauen. Ein paar Kerzen habe ich auch aufgebraucht, die kann ich euch dann auch zeigen. Okay, ihr Lieben, ich schaffe mal ein bisschen was, weil heute hole ich Hannah ja auch früher ab, habe also nicht so viel Zeit. Bis denn. Einen wunderschönen guten Morgen, es hat geschneit. Und weil es nachher auch schon wieder wegtauen soll, sind wir gleich früh raus. Doch, das schaffen wir schon. Guck mal, Hannah. Guten Morgen. Schau mal, wie die Palme sich biegt unterm Schnee. Guck mal. Wow. Die ist aber voller Schnee. Aber nicht. Noch nicht. Ich dachte, du hast einen. Da solltest du mal einen besorgen. Ein Schneeengel. Ein Schneeengel? Ja, wie cool. Ein Schneeengel. Liegst du gut? Nicht zu schnell. Das sieht ja cool aus. Ich mit den Kaffeebohnen. Schnee ist zu.